Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei einer neuen Show der Science Busters. Das Universum ist eine Scheißgegend. Mein Name ist Martin Puntigam, ich bin auch heute der MC unserer Show. Wir feiern die 50. Ausgabe. Das bedeutet nichts weniger als 50 Mal Kunststoffnippel im öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und wir werden alle Fragen rund ums Universum letztgültig für Sie beantworten. Unter anderem, wie lange gibt es auf ein Universum eigentlich Garantie? Sind Proteine flugtauglich? Und warum haben Mikrowellenherde eigentlich so einen Eierschmäh? Sie sehen Forschung auf Weltniveau. An meiner Seite zwei Co-Zelebranten. Der eine kennt sich in der Makrowelt besonders gut aus. Unter 2-3 Lichtjahren macht er sich überhaupt nicht die Finger schmutzig. Der andere fitzelt in der Mikrowelt herum und ärgert sich schon, wenn er sich um einen halben Nanometer verrechnet hat. Begrüßen Sie bitte aus Krems an der Donau den Astronomen Dr. Florian Freistetter und von der Universität Graz Universitätsprofessor Helmut Jungwirth. Die beiden haben einen sehr tiefen Diener gemacht. Das heißt, ich habe sie gleich am Anfang ordentlich erzogen und nicht denselben Fehler gemacht wie bei den Physikern. Ich darf Sie bitten, Herr Professor, wenn Sie als erster Platz nehmen. Ich weiß, Sie sind zwar Ranghöhe, aber ich werde die Arbeit mit dem Herrn Freistetter beginnen. Das müssten Sie als Professor gewohnt sein, dass die, die noch nicht Professoren sind, die Arbeit machen und Sie stehen trotzdem als erster auf der Publikation. Ja, so ist es leider, ja. In der Vergangenheit war bei den Science Busters das Physikeraufkommen bei 100% in der Regel. Aber wenn man das gesamte Universum durchschreiten möchte, ist es nicht schlecht, wenn man sich Rat sucht bei einem echten Astronomen. Herr Freistetter, Sie sind so ein echter Astronom. Sie sind Science-Blogger, Sie sind auch Co-Autor unseres aktuellen Buchs Das Universum ist eine Scheißgegend. Sie sind in Wien auf der Universität ausgebildet worden, dann waren Sie auf der Universitätssternwarte in Jena, dann waren Sie in Heidelberg auf der Universität. Die beiden Physiker, die in der Regel auf der Bühne waren, sind sehr spät zur Astronomie und Astrophysik gekommen. Sind Sie auch Spätberufener? Nein, also ich bin wirklich echter Astronom. Ich habe das von Anfang an gemacht. Ich habe an der Sternwarte gelernt, ich habe mein Doktorat in Astronomie gemacht und es schadet den Science Busters nichts, wenn jetzt auch mal ein Astronom das Universum erklärt und nicht immer nur die Physiker, die das quasi als Nebenbeschäftigung machen. Jetzt sitzt ein Biologe auf der anderen Bühnenseite. Ist das aufregend für Sie? Also meine Biologie ist eh super, ja. Also das ist wirklich eine schöne, wichtige Wissenschaft. Ja, also da, nein, wirklich. Also ich habe nichts. Biologie war mein Lieblingsfach in der Schule. Also Physik ist natürlich auch okay. Es ist noch näher an der Astronomie dran. Aber wenn man schauen, wie es weitergeht, das ist schon ein Trend. Also Physik, Biologie, wer weiß, nächste Woche sind dann da die Soziologen und Theologen. Also. Bevor Sie standesbewusster und vielmehr auch hochnäsiger Astronom geworden sind, haben auch Sie begonnen, wie die allermeisten Menschen, als Baby? Ja. Sie sind in Krems auf die Welt gekommen, in Krems, an der Donau, in der Wachau, am Ende der Wachau, also eigentlich am Schirchenende der Wachau. Na, also, wenn man jetzt schon unbedingt ein Ende der Wachau als Schirch definieren muss, ich meine, die Wachau ist in ihrer Gesamtheit schön, aber wenn es ein schieres Ende geben muss, dann Melk. Sie haben als Sportart begonnen, die verfassungsmäßig für alle Kinder als erste Sportart in Österreich vorgeschrieben ist, mit Skifahren. Mein erstes Skirennen, ja. Wie alt waren Sie damals? Da war ich 3 Jahre alt. Achso, ja, steht eh. Und haben Sie auch was gewonnen? Ja, ich bin Dritter geworden in meinem ersten Rennen hier in einer Zeit von 24,8 Minuten im Jahr. Sekunden. Aber Dritter, herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Wir haben auch ein Bild vorbereitet vom Starterfeld von damals. Sie waren sehr gut eingebunden in Ihr geliebtes Krems, auch ins Sozialleben und waren als Kind tatsächlich im Trachtenverein. Nicht freiwillig. Also meine Eltern haben mich da eine Zeit lang reingesteckt. Also ich habe dann in dieser schönen Wachauer Tracht rumlaufen müssen. Und da haben Sie sich wahrscheinlich gerade vorbereitet auf Ihren Ferialjob im Wetterhäuschen. Ja, also.
einmal durfte ich sogar als Trachtenkind den Bundespräsident Kirchschläger damals begrüßen. Ich kann mich an den Tag echt nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, was der Präsident zu mir gesagt hat oder ich zu ihm. Ich weiß nur noch, dass mich die Feder von diesem Hut andauernd jetzt auch gestochen hat und ich die ganze Zeit geheult habe. Ja, aber was gibt Schöneres für die österreichische Seele als ein weinendes Kind vor dem Bundespräsidenten? Er wird wahrscheinlich gesagt haben, brauchst nicht traurig sein, Florian. Rudolf Kirchschläger war, glaube ich, der letzte Bundespräsident, den wirklich die gesamte Bevölkerung ohne Aufwand parodieren hat können. Und Sie, nehmen an, werden ein Gedicht aufgesagt haben, oder? Kann gut sein, ja. Vielleicht sogar ein Rudolf-Kirchschläger-Gedicht hat es ja damals gegeben, ein bekanntes Rudolf-Kirchschläger-Gedicht. Ich glaube, sogar das bekannteste Rudolf-Kirchschläger-Gedicht weltweit. Arschfutnudel, Kirchschlägerrudel. War damals ungefähr so bekannt in den 80er Jahren wie Peter Alexander Haxen auseinander. Also ich glaube, Sie haben eine andere Kindheit gehabt als ich. Wenn es um Leben im Universum geht, dann ist neben einem Astronomen ein Biologe keine schlechte Wahl, wenn man ihn befragen möchte. Und einen solchen haben wir heute hier, Herr Professor Jungwirth von Graz, zu uns gekommen. Haben Sie gleich hergefunden? War nicht schwer. Sie sind Universitätsprofessor für Molekularbiologie an der Uni Graz. Sie sind auch Leiter der 7. Fakultät und auch des Geschmackslabors. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Die 7. Fakultät ist ein Zentrum für Wissenschaftskommunikation. Wir haben so viel tolle Forschung auf der Universität und diese Forschung müssen wir auch Menschen in der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und aus dem Grund haben wir sogenannte Mitmachlabore, unter anderem das Geschmackslabor, etabliert. So schaut das aus und da hat der Fotograf gesagt, nehmt alle was in die Hand und dann haben sie alle was in die Hand genommen. Sie sind Universitätsprofessor, aber Sie sind nicht nur Universitätsprofessor, Sie haben was davor stehen, Sie sind ASOZ-Universitätsprofessor. Was ist dieses ASOZ, wenn Sie kurz was dazu sagen könnten? Also, ASOZ. Also zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass assoziierte Universitätsprofessuren vollwertige Professuren sind. Ja, das glauben Sie. Es ist aber so, dass es mittlerweile sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, aber nur sehr wenige ordentliche Professuren und Lehrstühle. Mhm. Und aus diesem Grund hat man sich sogenannte Karrierestellen ausgedacht. Das heißt, man stellt einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin für 6 Jahre an der Uni an und man gibt sogenannte Ziele vor. Das heißt, eine gewisse Anzahl an Veröffentlichungen und man muss in dieser Zeit habilitieren. Wenn man das in diesen 6 Jahren schafft, bekommt man eine unbefristete, assoziierte Professur. Wenn nicht, muss man gehen. 6 Jahre lang wird man an der kurzen Leine genommen und jedes Mal, wenn man ein Hauferl macht mit der eigenen Nase wie die Katze in die Gaxe getunkt, bis man brav aufs Katzenklo geht und spurt und dann wird man ASOZ. Bleibt das ASOZ jetzt für immer oder geht es auch wieder mal weg? Ja. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg für eine ordentliche Professur bin, aber seit den Science Busters. Geht vielleicht hinten der Universitätsprofessor weg und nur der ASOZ bleibt. Auch Sie haben in Graz als Baby begonnen. Auch Sie haben als erste Sportart Skifahren gewählt, allerdings deutlich rasanter als Florian Freistetter, für den ja Pflugbogen durch den Märchenwald offensichtlich schon ein Abenteuer gewesen ist. Schon ganz früh waren Sie sehr darauf bedacht, dass alles passt modisch. Ja, also im Gegensatz zu meinem sehr leistungsorientierten Kollegen Freistetter war mir es auch sehr wichtig, dass die Skischuhe zum Hemd passen oder die Gummistiefeln zu den Fleckerln und zur Hose. Und der Trachtenhut konterkariert das Ganze postmodern. Genau. Mittlerweile sind Sie selber erwachsen, Sie sind verheiratet, haben einen Sohn und ein Hund komplettiert die Familie. Welcher? Linke von den beiden, ist quasi mein Fitnesstrainer. Wie heißt er? Woody. Woody, warum? Woody, er hat eine ganz seltene Stromung und das schaut so aus wie eine Holzmaserung und daher Woody. Echt? Weil der ausschaut wie ein Holzfußboden, deshalb heißt er Woody? Genau. Müssen Sie ihn auch ab und zu abschleifen oder bleibt er so? Striegeln reicht. Viele Menschen haben ja einen Hund. Warum haben Sie einen?
Naja, Windhunde sind ganz speziell. Mhm. Also man geht nicht Gassi, sondern man läuft Gassi. Das heißt, super Fitnesstrainer. Und zum anderen sind sie sehr sensibel. Und das ist genau das, was ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin braucht. Denn die wissenschaftliche Forschung ist so, dass 90-95% der Versuche in die Hose gehen. Und da ist es ganz angenehm, wenn man dann wen hat, mit dem man sprechen kann und der einem auch zuhört. Das glauben Sie, dass so schaut wer aus, wenn er Ihnen zuhört? Ja. Eine leichte Übung für Ihre Frau. Wenn es um die Vermessung des Universums geht, dann jonglieren Astronomen und Astronominnen mit Lichtjahren. Aber das Universum ist definitionsgemäß nicht nur das Große, sondern auch das Allerkleinste. Und da geht es auch nicht immer nur gemütlich zu. Herr Professor, Sie als Molekularbiologe beschäftigen sich mit dem Kleinen, mit dem Molekül. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meiner Dissertation ein Wissenschaftsstipendium bekommen habe und ich in einer der renommiertesten Forschungsgruppen auf dem Bereich der Hefeforschung bei Professor Matteo arbeiten durfte. Und Sie sind jetzt so aufgeregt, weil Sie haben vor der Show gebettelt, möchte ich fast sagen. Es gibt bei uns ein Forum für den naturwissenschaftlichen Witz. Sie haben selber einen erfunden und möchten Ihr Fachgebiet gern mit einem humoristischen Witz einbegleiten. Sehr gerne. Und haben sich aber nicht umentschieden. Nein. Bitte. Treffen sich zwei Hefezellen. Eine alte Zelle, eine junge Zelle. Sagt die alte zur jungen: Erbgut. Danke. Na, Sie sind zwar adretter gekleidet als Herr Gruber, aber witzmäßig durchaus auf Augenhöhe. Toller Witz, den man sicher noch mehr genießen kann als ohne dies schon, aber wenn man weiß, worum es geht. Wir haben uns in der Hefe die Apoptose angeschaut, den programmierten Zelltod. Apoptose kommt vom griechischen Abfallen. Haben wir im Herbst, Bäume werfen Blätter ab. Warum? Der Stamm weiß, er hat im Winter nur geringe Nahrungsmittelressourcen. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, nur den Stamm über den Winter zu bringen. Mhm. Aber wir haben diese Apoptose oder diesen programmierten Zelltod auch bei uns, also bei Menschen. Warum? Wenn Sie zum Beispiel jetzt im Sommer nach Italien auf Urlaub fahren und Sie legen sich zu lange am Strand in die Sonne, dann passiert genau das. Sie bekommen einen Sonnenbrand. Und zwar ist es so, dass wir eine hochenergetische UV-Strahlung haben und diese UV-Strahlung schädigt die DNA ihrer Hautzellen. Das ist quasi der Trigger, das Signal für diese Zellen. Es macht keinen Sinn, sich weiter zu teilen. Das heißt, sie sterben ab. Und das geht aber nur in Italien? Das geht auch woanders. Und das wissen die Zellen genau, wenn der Schädigungsgrad groß genug ist, dann startet das Programm. Kann das auch auf der Spur geraten? Wenn wir jetzt überhaupt keine Apoptose mehr haben, dann teilen sich die Zellen quasi ungehindert weiter, was zum Beispiel bei Krebs der Fall ist. Und bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson ist es so, dass wir zu viel Apoptose haben. Das heißt, es sterben mehr Zellen ab, als nachgebildet werden. Das ist natürlich auch fatal. Auch ungünstig. Das haben Sie an Hefezellen untersucht und herausgefunden, dass es diesen programmierten Zelltod gibt. Aber was hat es für eine Hefezelle für einen Sinn, programmiert abzusterben? Weil das sind ja Einzeller, oder? Aus Altruismus. Und das war auch das. Aus Altruismus? Aus Altruismus, genau. Wie kann man sich Altruismus in Hefekulturen vorstellen? Es ist, in der Molekularbiologie muss man das ein bisschen weiter sehen, von oben. Das heißt, man darf die Hefe oder den Einzeller nicht als einzelnes Individuum sehen, sondern eine Hefekultur besteht zwar aus einzelligen Organismen, aber das sind Mutter- und Tochterzellen. Also die arbeiten zusammen und wann kommt es dann zu diesem altruistischen Zelltod? Unter schlechten Bedingungen für die Zelle, also zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Zellen altern gelassen und haben ihnen dann auch noch die Nährstoffe entzogen. Mhm. Und da sagen die Mutterzellen, es macht mehr Sinn, wenn sie sich quasi zum Wohle der Tochterzellen opfern. Was passiert genau, damit der altruistische Suizid bei der Hefezelle gelingt? Das ist so, dass Enzyme aktiviert werden, die Proteine abbauen, das molekulare Scheren und es endet damit, dass dann auch noch die DNA abgebaut wird. Also die DNA wird zerhäckselt und zerstückelt? Die DNA wird zerhäckselt. Quasi Pac-Man kommt vorbei und zerhäckselt die DNA. Komplette DNA. Ja.
was passiert da mit dieser zerhäckselten DNA? Was wir herausgefunden haben, ist, dass es nicht nur so ist, dass sich die Mutterzelle zum Wohle der Tochterzelle opfert, einfach, dass sie dann keine Nährstoffe mehr verbraucht, sondern dass die Mutterzelle dann bei diesem Tod auch noch Nährstoffe in die Umgebung abgibt, die dann als Nahrungsmittelressourcen für diese Tochterzellen dienen. Auf Sie umgelegt, Sie würden in den Mixer springen und als Smoothie für Ihren Sohn herauskommen. Genau. Warum opfern sich die Mutterzellen für die Tochterzellen und nicht umgekehrt? Es ist so, dass Mutterzellen sich natürlich schon viel häufiger geteilt haben als Tochterzellen. Und bei jeder Teilung kann es zu Mutationen im Erbgut, also in der DNA-Information kommen. Und aus diesem Grund macht es mehr Sinn, wenn die jungen Tochterzellen dann weiter fortleben und die Art erhalten. Und das haben Sie in dieser Arbeitsgruppe erforscht, in Tübingen als erste weltweit. Und wenn man das weiß, dann kann man wahrscheinlich den Witz noch viel besser, mehr genießen. Viel besser. Machen wir vielleicht die Probe? Gerne. Treffen sich zwei Hefezellen, eine alte und eine junge Zelle. Aber diesmal sagt die junge zur alten Zelle, erb gut. Danke. Wir tun so, als wüssten wir weiß Gott was über das Universum, als wüssten wir Bescheid über die Ausmaße, über Galaxien, Haufen über Galaxien, Sonnensysteme, andere Planeten in anderen Sonnensystemen. Aber Herr Freistetter, eigentlich war ja noch nie jemand dort, hat es mit eigenen Augen gesehen. Wie können wir uns anmaßen, das Universum so als gültig zu beschreiben? Naja, also wir tun nicht nur so, als hätten wir die Galaxien gesehen. Wir haben die schon gesehen. Mit Teleskopen und so weiter kann man die schon alle beobachten. Aber, ja, aber schauen tut man mit den Augen und nur, wo man zu Fuß war, war man wirklich. Wenn die Wissenschaft nur das verstehen könnte, wo man die Wissenschaftler zu Fuß hingehen, dann wüsste man sehr vieles nicht. Man schaut und was macht man dann noch? Wir können analysieren, wir können beobachten, wir können messen und wir können vor allem rechnen. Mathematik ist das, was uns das ganze Universum eröffnet. Egal welche Wissenschaft es geht, egal ob es jetzt irgendwie Astronomie, Physik, Biologie, Chemie, jede Wissenschaft braucht die Mathematik. Und das braucht ihr da? Plusrechnen, Minusrechnen? Bruch, Pi, Zapfenrechnen. Plus, Minus taucht schon ab und zu auf, aber die Zahl Pi ist eine der wichtigsten und faszinierendsten Zahlen im ganzen Universum. Diese 3,14 irgendwas. Naja, nicht 14 irgendwas. Ja, es ist schon wichtig, was dahinter alles kommt noch. Ja? Aber die Zahl Pi ist einfach nur das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises. Ja, also wirklich was extrem Simples. Aber trotzdem taucht diese Zahl, diese Konstante so gut wie überall auf. Es gibt kaum nichts, was man irgendwie berechnen könnte, wo man nicht früher oder später auf diese Zahl trifft. Egal, ob man jetzt berechnen will, wie das Universum entstanden ist, ob man berechnen will, wie das Universum endet, was dazwischen passiert, wie die Materie sich verhält. Egal, was man berechnet, früher oder später trifft man auf diese Konstante. Das heißt, das ganze Universum kann man mit Pi berechnen? Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie groß der Umfang des beobachtbaren Universums ist. Mhm. Und Sie wollen bei dieser Rechnung einen Fehler machen, der so klein ist wie der Durchmesser eines einzelnen Wasserstoffatoms. Also sehr wenig Fehler will man machen in Wirklichkeit. Ja. Man will Fehler machen, aber nur wenig. Man will einen möglichst kleinen Fehler machen und kleiner als irgendwie ein Atomdurchmesser ist. Warum will man Fehler machen, damit es nicht so ausschaut, als hätte man vom Nachbarn abgeschrieben? Die Fehler, die man machen will, sind Fehler, die man machen muss in dem Fall, weil man eben um diese Umfang zu berechnen, die Zahl Pi braucht, die aber unendlich viele Stellen hat. Und mit unendlich vielen Stellen können Sie brauchen es ziemlich lang, bis die den Taschenrechner getippt haben. Das heißt, man muss irgendwann aufhören und da, wo man aufhört, da fängt der Fehler an, weil die Zahl dann eben nicht mehr ganz genau ist. Und wenn man jetzt von dieser Zahl 39 Stellen hinter dem Komma verwendet, dann reicht es eben aus, um den Umfang des beobachtbaren Universums so genau zu berechnen, dass der Fehler eben nur so groß ist wie der Durchmesser eines einzelnen Wasserstoffatoms. 39 Nachkommastellen von Pi, von einer unendlichen Anzahl, reichen schon aus, um das gesamte Universum im Umfang zu berechnen? Ganz genau, ja. Deshalb sind Sie so begeistert von der Pi-Zahl und man singt Ihnen das hohe Lied der Zahl Pi. Sind das Sie oder ist das wer anderer? Das bin nicht ich, das ist ein Astronom auch aus Wien. Der hat vor einigen Jahren den Verein der Freunde der Zahl Pi gegründet. Das gibt's, den Verein der Freunde der Zahl Pi?
den gibt es nicht nur in Österreich, solche Vereine gibt es weltweit. Das sind eben Vereine von Leuten, die einerseits eben die Zahl Pi toll finden, die sich aber auch darum kümmern, dass so ein bisschen Mathematik unter die Menschen gebracht wird, Öffentlichkeitsarbeit. Was macht dieser Verein? Hat der Festtage? Es gibt zwei ganz wichtige Festtage. Der große Pi-Feiertag, der Pi-Tag, ist der 14. März, weil in der amerikanischen Schreibweise 3,14 ist das der Anfang der Zahl Pi. Und es gibt noch einen zweiten wichtigen Feiertag, das ist der 22.7. Das ist der Pi-Annäherungstag, weil 22/7 eine sehr, sehr gute Näherung für die Zahl Pi ist. Wie kann man sich denn jetzt so ein Vereinstreffen des Vereins der Freunde der Zahl Pi vorstellen? Das ist jetzt nicht so ein Verein, wie man sich denkt, irgendwie mit Protokollführer und Kassenwart und so langweiligen Zeugs. Das ist eher wie so eine normale Party, nur halt eine Party, wo ein bisschen öfter über Mathematik geredet wird, als sonst auf Partys üblich. Das einzig Außergewöhnliche ist vielleicht irgendwie das Essen, was da gibt. Ja, zum Beispiel gibt es dann Pizza, ja? Weil wenn Sie eine Pizza haben mit Radius Z, dicke A, die Formel, um das Volumen zu berechnen, ist Pizza. Da sitzen dann lauter solche wie Sie im Kreis, natürlich, ne? Geht ja um die Kreiszahl, und rechnet das Volumen aus, bis die Pizza kalt ist. Nein, nicht bis sie kalt ist, sie wird schon gegessen, die ist ja auch gut. Da sind da zum Beispiel Pilze auf der Pizza oder Pinienkerne. Und zum Trinken gibt es dann Pier, Pilz gibt es dazu, ja? Also, das ist. Wenn man trotzdem Mitglied in diesem Verein werden wollen würde, was muss er denn da anstellen? Sie müssen zuerst mal einen Pi-Botschafter finden. Pi-Botschafter, ja. Gibt's? Was macht ein Pi-Botschafter? Ein Pi-Botschafter bringt der Öffentlichkeit die Zahl Pi näher. Da geht überall hin und so wie die in der U-Bahn stehen Sie dann neben den Wachturmbotschaftern. Wo findet man so Pi-Botschafter, wenn man beitreten möchte? Sie können auf der Homepage unseres Vereins nachschauen unter pi314.at oder, Sie haben Glück, ich wäre Pi-Botschafter. Sie sind Pi-Botschafter? Ja. Und gehen tatsächlich in der Öffentlichkeit herum? Ich mache das, ich nutze jede Gelegenheit, um der Menschheit zu erzählen, wie toll die Zahl Pi ist. Das ist quasi die Bibel. 1 Million Nachkommastellen. 1 Million Nachkommastellen zum Nachlesen. Was muss man denn machen jetzt, wenn man einen Pi-Botschafter wie Sie gestellt hat, um Aufnahme in dem Verein zu finden? Dann müssen Sie 100 Nachkommastellen dieser Zahl aufsagen, auswendig logischerweise. Mhm. Und zwar nicht einfach nur irgendwie, sondern auf ästhetisch anspruchsvolle Art und Weise. Mhm. Und wofür haben Sie sich entschieden? Das war in meiner Studentenzeit und ich habe mir gedacht, ich sage die Zahl auf, nachdem ich exakt 3,14 Liter Bier getrunken habe. Und das hat funktioniert? Das Biertrinken hat super funktioniert. Aber die 100 Stellen habe ich danach dann leider nicht mehr hinbekommen. Aber wie haben Sie es dann doch geschafft? Ich habe es dann ein zweites Mal probiert. Ich habe dann die 100 Stellen aufgesagt, während ich jongliert habe. Das können Sie? Jetzt haben wir 39, die sind ja nur notwendig, um das Universum im Umfang zu berechnen. Mit 39 Stellen, das könnten Sie jetzt noch und jonglieren? Also ich soll jetzt hier jonglieren? Na ja, klar, wenn Sie so angehen, müssen Sie das herzeigen auch. Ich hab nichts da zum Jonglieren. Da. Der Asatz hat ein paar Eier am Tisch. Wenn ich jetzt schon hier mit Eiern live jonglieren soll, dann muss ich meinen Sakko ausziehen. Vor allem, weil ich dann, wenn es um die Zahl Pi geht, auch das T-Shirt brauche, was ich immer anhabe, wenn es um die Zahl Pi geht, mein Pi-Shirt quasi. Das heißt was? Das steht drauf. Vielleicht geht es beim Waschen raus. Mit rohen Eiern. Ja, bitte, fangen Sie an. Die können runterfallen, ja? Also ja, ich weiß, wegen der Schwerkraft. Was ich stellen. Mhm. Okay, Pi ist 3,14159265398979324623383279502884197.
Mit Eiern kann man allerdings nicht nur jonglieren. Aminosäuren, Proteine sind auch die Bestandteile, aus denen wir gebaut sind. Das ist einerseits günstig, aber nur solange wir einigermaßen in der Nähe der Erde bleiben und uns nicht wirklich ins Universum aufmachen, weil dann würden wir relativ bald zu kochen beginnen und sterben. Herr Professor, warum sind wir eigentlich nicht aus was Stabilerem gemacht als Proteine? Weil wir nicht in der Atmosphäre leben. Aber, man muss Ihnen auch wieder widersprechen, Proteine sind was Stabiles und sind ganz wichtig für den Aufbau des Menschen. Also ohne Proteine würden wir nicht überleben können. Ja, wie schauen denn Proteine im Einzelnen aus? Der Grundbaustein der Proteine sind sogenannte Aminosäuren. Und es kommt darauf an, welche Aminosäuren in dieser Sequenz sind. Die bestimmen quasi die Art des Proteins. Diese Aminosäuren haben auch noch Seitenketten. Und diese Seitenketten können sich untereinander verbinden und bilden dann eine ganz charakteristische Proteinfaltung. Und Proteine sind nur dann funktionsfähig, wenn sie richtig gefaltet sind. Das sind gefaltete Proteine? Ja, das ist Ovalbumin im Eiklar. Man sieht hier diese Alpha-Helix-Struktur, eine Faltblattstruktur. Ja, für einen Laien schaut es eher aus wie unter der Hobelbank von Meister Eder. Was haben denn Proteine konkret für Aufgaben in unserem Körper? Ist einmal die Strukturfunktion. Also Haut, Knochen, Muskel, Transportfunktion, zum Beispiel zum Transport von Sauerstoff. Und deshalb ist hohes Fieber ja auch so gefährlich, 40, 42 Grad, weil dann die Proteine anfangen zu denaturieren? Es gibt zwar Proteine, die bereits bei einer Temperatur von 37 Grad also sich entfalten, aber es ist so, dass das Fieber per se dafür da ist, um eigentlich die Immunantwort anzuregen. Da heizt der Körper einfach so lang, weil die Antikörper so faule Hunde sind. Erst wenn es denen zu heiß ist, dann gehen die wirklich arbeiten. Wir haben dann auch noch Schutzmechanismen. Und zwar? Und es sind auch wieder Proteine, Chaperone oder Hitzeschockproteine, die dann entgegenwirken können, wenn jetzt wirklich die Temperatur steigt, dass sie diese Entfaltung verhindern bzw. richtig gefaltet werden. Das heißt, aber wenn sie einmal kaputt sind, denaturiert, wie beim weichen Ei, dann bleiben sie aber auch so. Also werden wir nicht mehr wirklich renaturiert. Das Eiweiß in unserem Körper soll nicht so ausschauen wie beim weichen Ei, das soll man vermeiden. Ja, aber das ist andererseits wieder sehr gut, weil das weiche Ei, nehme ich an, werden Sie jeden Sonntag genießen. Nein, aber ich weiß, was ein weiches Ei ist. Sie essen jeden Sonntag ein weiches Ei? Sicher, jeden Sonntag mit meinem Sohn. Ritual. Vor oder nach dem Kirchgang? Wir können jetzt einen Versuch machen, wo ich Ihnen zeige, wie wir ein weiches Ei in der Mikrowelle machen. Kenne ich aus dem Internet, auf YouTube sieht man das. Das funktioniert nicht so gut, wie Sie vielleicht glauben. Ich bin Wissenschaftler, das heißt, alles, was ich sehe, glaube ich einmal nicht. Mhm. Sondern ich muss das erst einmal nachvollziehen und beweisen. Und aus diesem Grund wollen werden Sie wir jetzt schauen, ob das wirklich so ist. Ihre Eier weg. Dann nehmen wir ein rohes Ei und geben das einfach einmal in die Mikrowelle. So, da hat sich ein Popcorn rein verirrt. Ah, also esse ich gleich. Machen Sie das immer so, wenn Sie an einem Herd was finden, das essen Sie einfach. Ja. Also in der Mikrowelle oder im Ofen, das wird immer gegessen. Sollten Sie eher nicht in der Feuerhalle vorbeischauen. Ich habe jetzt einmal auf 2,5 Minuten, ich weiß nicht, was passiert. Sie sind gut versichert? Ui. Herr Buntigam, Sie haben recht gehabt. Riesenüberraschung, aber freut mich, dass Sie dafür den Mikrowellenherd zugesaut haben. Genau 21 Sekunden hat es gedauert. Gut. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir den nicht mehr verwenden können. So. Warum platzt das Ei eigentlich? Das Ei hat einen hohen Anteil an Wasser. Mhm. Die Wassermoleküle werden natürlich in Bewegung versetzt, verdampft. Wir haben ein geschlossenes System.
Druck kann nicht entweichen, also explodiert. Deshalb muss man ein weiches Ei, wie man es gewohnt ist, im heißen Wasser machen oder mit heißem Dampf. Nein, denn Sie wissen ja, ich bin Assotzhof. Mhm. Ich werde Ihnen jetzt ein weiches Ei auch in der Mikrowelle machen. Das können Sie, weil Sie Assotz sind. Das kann ich. Als erstes brauchen wir einmal ein Ei. Mhm. Sie müssen nicht die Hand einstecken, wenn Sie... Das war eine sehr subtile Anspielung des Taschenbier, aber... Jetzt haben wir schon gesehen, die Schale ist kontraproduktiv. Ich werde dieses Ei aufschlagen. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir das Protein denaturieren. Dafür brauchen wir einen Proteindenaturator aus dem Geschmackslabor. Dann verdünne ich das jetzt ein bisschen. Schuss, dann machen wir nur einen Schuss. Und was passiert da dabei? Man hat unterschiedliche Möglichkeiten, Proteine zu denaturieren. Wenn Sie jetzt ein Spiegelei machen, dann denaturieren Sie die Proteine mit Temperatur. Im Eiklar haben wir unterschiedliche Arten von Proteinen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten bzw. bei unterschiedlichen Temperaturen denaturieren, sich quasi entfalten. Und ich verwende hier jetzt keine Hitze, sondern ich habe einen Quirler, der durch mechanische Einwirkung die Proteine denaturiert. Und Sie müssen gleichzeitig die Maschine auch noch schaukeln? Oder ja. Das geht auch? Durch dieses Schlagen des Quirlers werden nicht nur Proteine denaturiert, sondern es entstehen auch Luftblasen. Und diese Luftblasen bestehen innen, wie schon der Name sagt, aus Luft. Und aus einer Wassergrenze. Es ist so, dass jetzt die Seitenketten der Aminosäuren bzw. die denaturierten Proteine jetzt hydrophile, wasserliebende und hydrophobe Teile haben. Und die hydrophilen Teile lagern sich dann im Wasser an und die hydrophoben in Luft und bilden so quasi ein Netz, wo sie die Luftbläschen stabilisieren. Und was haben Sie da verwendet zuerst zum Verdünnen? Mineralwasser. Es ist aber eigentlich genug Wasser drin im Ei, oder? Die Kohlensäure verwende ich nur, damit ich dann schönere Luftbläschen bekomme. Und was ist das für ein Spezialgerät? Normaler Milchschäumer. Dann ist schon fertig? Dann stelle ich diesen Schaum in die Mikrowelle. Und zwar nur ganz kurz, denn wenn ich es zu lang reinstelle, habe ich wieder so eine Proteindenaturierung mit Hitze, mhm, wie beim Spiegelei. Und das will ich ja nicht. Ich will ein fluffiges Ei. 900 Watt, ich schätze so 20 Sekunden. Sie messen aber nicht genau und stellen das dann so ein, sondern stehen immer gebückt daneben. Ich stehe immer gebückt daneben. Sie müssen das einfach mit einem Messer herauslösen. Das ist eigentlich noch kein weiches Ei, sondern extrem umständlich hergestellter Schaum. Es wäre kein weiches Ei, wenn wir noch nicht noch auch den Dotter in die Mikrowelle stellen. Nur da haben wir wieder das gleiche Problem wie bei der Schale. Wir haben jetzt quasi diese Hülle, dann explodiert es auch wieder. Aus diesem Grund werden wir diesen Dotter nur für circa 5 Sekunden reinstellen. Sechs. Ui. Heute habe ich was riskiert. Sie legen diesen Dotter
auf dieses Ei und hoffen, dass er nicht runterfällt. Und ganz wichtig wieder für die Geschmackssensorik, würzen, Salz und Kräuter und Pfeffer und fertig ist das weiche Ei. Schaut tatsächlich einigermaßen appetitlich aus. Darf ich mal kosten? Ihr sitzt da unten drinnen. Weiß ich auch endlich, wofür ASOZ wirklich steht. In den vergangenen Jahren ist das Universum in der Regel beschrieben worden als elegant. Der Blog von Florian Freistetter heißt im Untertitel, das Universum ist cool. Der neuere Science-Busters-Befund ist, das Universum ist eine Scheißgegend. Herr Freistetter, was stimmt da jetzt? Ja, im Prinzip beides. Das Universum ist eine ziemlich coole Scheißgegend. Aber wie schaut denn das Universum aus? Im Sonnensystem, in der Mitte ist die Sonne, rundherum die Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, jede Menge andere, kleinere Himmelskörper, Asteroiden, Kometen. Das ist so unsere Heimat im Universum. Ist, je nachdem, wie man es misst, 1 bis 1,5 Lichtjahre groß, das gesamte Sonnensystem. Ist aber eingebettet in eine Galaxie, oder? Genau, unsere Sonne ist natürlich nicht der einzige Stern im Universum. Es gibt in der Nachbarschaft jede Menge Sterne. Der nächste Stern ist Alpha Centauri, knapp 4 Lichtjahre weit weg. Und zusammen mit ein paar 100 Milliarden anderen Sternen bildet unsere Sonne die Milchstraße. Das ist eine große Galaxie, schaut ungefähr so aus. Da befinden uns wir, also wir sind quasi außen in den Vororten, ungefähr 20.000, 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Unser Sonnensystem ist quasi das Krems, wenn Wien das Zentrum wäre. Kann man so sagen, aber in dem Fall will man auch nicht in Wien der Milchstraße wohnen, weil im Zentrum ist es extrem ungemütlich. Da stehen die Sterne extrem dicht beieinander, da ist enorm viel gefährliche Strahlung. Also das Wien in der Milchstraße ist kein guter Platz zum Leben. Da will man wirklich in den Vororten, in der Wachau der Milchstraße leben. Ja, ja, was soll man auch sagen, wenn man aus Krems kommt? Wie groß ist die Milchstraße ungefähr? Also 100.000, 150.000 Lichtjahre ungefähr. Das ist schon ganz schön. Da geht noch viel mehr. Also unsere Milchstraße ist auch noch eine von vielen, vielen Milliarden Galaxien im Universum. In unserer Nähe gibt es die sogenannte lokale Gruppe, also unsere Nachbargalaxien. Die Galaxie kennt man vielleicht, ist gemeinsam mit der großen und kleinen Magellanischen Wolke die einzigen Galaxien, die wir mit freiem Auge sehen können. Diese lokale Gruppe der Galaxien, die hat ungefähr einen Durchmesser von 7 Millionen Lichtjahren. 7 Millionen, das ist schon deutlich. Also wenn der Jakobsweg zu kurz ist, der kann es einmal in der lokalen Gruppe probieren. Das sind die größten Strukturen im Universum. Nein, geht noch viel mehr. Unsere lokale Gruppe bildet mit vielen anderen Galaxiengruppen den sogenannten Virgo-Superhaufen. Das Ding ist ungefähr 200 Millionen Lichtjahre im Durchmesser. Virgo, das ist nach der Gottesmutter benannt wahrscheinlich, weil die ja den Schöpfer geboren hat. Und das ist jetzt das Größte, was man so identifizieren kann. Nein, also Virgo erstmal heißt das, weil das Zentrum dieses Haufens im Sternbild Jungfrau ist. Und es ist auch immer noch nicht das Größte. Dieser Virgo-Superhaufen ist quasi eingebettet in einen noch viel größeren Superhaufen, den man erst vor einigen Jahren identifiziert hat. Laniakea heißt der. Es sind eben jede Menge Superhaufen gemeinsam in einer Struktur. Und das hat einen Durchmesser von ungefähr 560 Millionen Lichtjahren. 560 Millionen Lichtjahre? Und geht es noch größer oder das war's jetzt? Nein, da lacht das Universum drüber über diese Distanzen. All diese Galaxienhaufen zusammen bilden noch größere Strukturen, die Filamente genannt werden. Ja? Filamente? Das sind so fädenartige Strukturen. Also all diese Galaxienhaufen sind im Universum entlang langer fadenartiger Strukturen angeordnet. Und da die größten können durchaus 1,3 Milliarden Lichtjahre lang werden. 1,3 Milliarden? Und da gehen wahrscheinlich ein paar Dutzend ins Universum und dann ist aber schon eng, oder? Es gibt noch was Größeres, die Voids. Voids, das ist niederösterreichisch, in Krems sagt man Plural Wald, Voids. Nein, auch in Krems sagen wir Wälder als Plural für Wald. Voids ist Englisch und steht für Leerraum, ja, also mit Doppel-E. Voids sind die Bereiche zwischen den Filamenten, da wo nichts ist, da wo keine Galaxienhaufen sind. Und die können eben wirklich groß werden. Also die größte bekannte Void, die wir bis jetzt beobachtet haben, hat einen Durchmesser von 1,8 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, das Nichts im Universum ist größer als das Etwas? In dem Fall ja.
und ist damit Sieger im Strukturwettbewerb, die größte Struktur im Universum. Wenn man all die Filamente und all die Voids zusammennimmt, bekommt man eine Struktur, die das kosmische Netz genannt wird, die quasi das gesamte Universum durchzieht. Und diese Struktur, die Kombination aus Filamenten und Voids, das ist quasi das gesamte Universum. Das Universum ist selber seine größte Struktur. Genau. Und ist, wie man heute weiß, würfelförmig. Gibt es also das Zitat von Albert Einstein, Gott würfelt nicht? Also, wenn Gott würfeln würde, hätte er vermutlich einen Würfel so groß wie das Universum. Das ist ziemlich schwierig, das Universum irgendwie von außen zu fotografieren. Das kriegt man nicht so einfach hin. Das ist das Ergebnis einer Computersimulation, ein Modell. Kann man da nicht eine Selfie-Stange aus dem Universum raushalten? Nein, also das geht nicht. Das ist ein Computermodell, ein würfelförmiger Ausschnitt aus dem Modell. Und wenn man zufällig irgendwo hineingeworfen würde, wo ist denn die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man sie wiederfinden wird? Die Wahrscheinlichkeit, dass man mitten im Nichts landet, ist ziemlich groß, weil das Universum hauptsächlich aus Nichts besteht. Und da landet man im Nichts und hat man irgendwie kurz Zeit, das nicht vorhandene Panorama zu bewundern und dann ist man tot. Ja, nicht so ein leckeres Reiseziel. Was wäre die zweitgrößte Wahrscheinlichkeit? Im Inneren eines Sterns. Das ist auch nicht unbedingt toll, weil da ist es ziemlich heiß. Das kann bis ein paar Millionen Grad haben im Zentrum eines Sterns. Da ist man dann auch sehr, sehr schnell in seine Bestandteile aufgelöst und weg. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass man im Planeten landet oder auf? Die drittgrößte Wahrscheinlichkeit, wo man landen kann, wäre im Inneren eines großen Gasplaneten, so wie Jupiter zum Beispiel. Da gibt es zwar jede Menge Gas, auch das ist heiß und vor allem, da gibt es auch keinen Sauerstoff, den man atmen kann. So Jupiter, Saturn, diese großen Gasplaneten bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Das heißt, da atmet man kurz ein, lacht kurz hoch und stirbt. Genau. Gesteinsplaneten wie die Erde? Die sind noch kleiner. Die vierte Möglichkeit, wo man landen kann, im Inneren eines Gesteinsplaneten, da ist halt sehr heiß, der Druck ist sehr hoch, da wird man schnell zusammengequetscht. Man müsste eben an der Oberfläche eines Planeten landen. Aber ist ja viel größer, die Oberfläche. Die Oberfläche ist schon groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man innen drin landet, ist größer. Stellen Sie sich die Erde vor, als immer kleiner werdende Erden zusammengesetzt. Und jede dieser verschachtelten Erden hat auch eine Oberfläche, auf der man dann landen kann. Und die alle zusammengenommen sind größer als die eine Oberfläche außen, auf der man landen will. Weil das ist wirklich der einzige Ort, wo man wirklich überleben könnte, auf der Oberfläche eines erdähnlichen Planeten. Ein minimaler Bereich im gesamten Universum ist für solche wie uns überhaupt lebenswert. Wenn man jetzt wirklich alle lebensfreundlichen Bereiche im ganzen Universum zusammennimmt, dann ist das relativ gering. Stellen wir uns vor, wir nehmen das gesamte beobachtbare Universum und schrumpfen das auf eine Kugel mit einem Durchmesser von 300 Millionen Kilometer. Das entspricht genau der Größe der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Dieses geschrumpfte Universum würde genau in die Umlaufbahn der Erde reinpassen. Und in diesem geschrumpften Universum, all die Gebiete, in denen wir theoretisch überleben könnten, zusammengenommen, wären nur noch so groß wie ein einziges Atom. Mehr nicht. So ist das Universum gebaut für Lebewesen wie uns, die sich aber dann zum Teil trotzdem unbedingt einbilden wollten, dass dieses Universum von einem Schöpfer hergestellt worden ist. Aber war das zumindest kein besonders fröhlicher oder ausgeglichener Mensch. Wenn man unbedingt davon ausgehen will, dass das Universum einen Schöpfer hat, ja, dann war der schlecht ausgebildet, schlampig oder faul. Was am ersten? Wahrscheinlich alles drei. Danke vielmals, Herr Freistetter. Nächste Mal werden Werner Gruber und Florian Freistetter an meiner Seite einlaufen und gemeinsam erläutern, wie man Krapfen besiegt. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Wir schauen.